Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte einige Anregungen geben, wie Sie mit einfachsten Mitteln Erklärvideos von Lernenden drehen lassen können. Dieses Erklärvideo beschäftigt sich mit der technischen Vorbereitung. Was Sie brauchen? Die Arbeit in Dreiergruppen hat sich sowohl zur Vorbereitung als auch zum Drehen bewährt. Eine ruhige Atmosphäre während des Drehs ist ebenfalls nötig. Die Videos können mit jedem einfachen Handy aufgenommen werden, welches über genügend Speicherkapazität verfügt und aufgeladen ist. Es wird ein Stativ gebraucht, auf das Handy gelegt werden kann. Dieses lässt sich mit zwei Bücherstapeln und einer Acrylgrasscheibe aufbauen. Eine Acrylgrasscheibe ist in jedem Baumarkt zu erwerben und das Maß von 25 x 40 cm ist vollkommen ausreichend. Das Handy wird mit dem Bedienfeld nach oben und der Kamera nach unten auf die Scheibe aufgelegt und im Zwischenraum können Textkarten und Abbildungen für die Legetechnik hindurchgezogen werden. Je nach Gegebenheiten kann es sinnvoll sein, eine zusätzliche Lichtquelle zur Hand zu haben. Vier gleich große Flaschen können ebenfalls benutzt werden, um die Acrylglasscheibe und das Handy aufzulegen. Wenn die Lernenden ihre eigenen Handys benutzen, wird das Bring-Your-Own-Device-Prinzip angewendet, zu Deutsch, bringe deine eigenen Geräte mit. Das ist mit Vor- und Nachteilen verbunden, die politisch und didaktisch noch nicht zu Ende diskutiert sind. Die Arbeit in Dreiergruppen hat sich bewährt. Es wird eine Kamerafrau oder ein Kameramann benötigt. Es ist sehr hilfreich, wenn eine Person sich ausschließlich auf die Animation konzentriert und die Abbildungen, Karten und das Anschauungsmaterial bewegt. Des Weiteren wird selbstverständlich eine Sprecherin oder ein Sprecher benötigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zur inhaltlichen Vorbereitung und zur Einbindung von Erklärvideos in den Unterricht folgt ein weiterer Beitrag: Erklärvideos im Unterricht.